Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens und zum letzten Teil, ja, ihr habt richtig gehört, zum letzten Teil der Steuernews 2021, Neuregelung Teil 3. Ich habe es tatsächlich geschafft, das alles noch in eine dritte und damit letzte Vorlesung zu quetschen, sage ich mal, ohne dass es ganz unübersichtlich wird. Allerdings ist natürlich unsere Agenda da heute etwas lang. Wir sehen, ich brauche zwei Gliedmaßfolien, denn wir schauen uns an die Erhöhung des Ermäßigungshöchstbetrages für gezahlte Gewerbesteuer, die Erhöhung der Zurechnungsgrenzen der Gewerbesteuer, die einmalige Sonderzahlung fürs Kindergeld, die Erhöhung des Kinderfreibetrages, die allgemeine Erhöhung des Kindergeldes, die Erhöhung des Grundfreibetrages, die Erhöhung von außergewöhnlichen Belastungen bei Behinderung, die Erhöhung der Übungsleiterpauschale, die Erhöhung der Ehrenamtspauschale, die Erhöhung der Grenze für die Zuwendungsbestätigung, dann die Erweiterung der Befreiungstatbestände der AO, dann die Erhöhung der Umsatzfreigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, damit sind dabei 13. die Erweiterung der Umsatzsteuerbefreiungen, die Begrenzung der Gültigkeit der Umsatzsteuer-ID, dann 15. höchstwahrscheinlich der wichtigste und schwerste Punkt, die Änderung des innergemeinschaftlichen Handels, die sogenannte One-Stop-Shop-Regelung, gibt auch den IOSS, den International One-Stop-Shop, den möchte ich aber nicht weiter erläutern. Dann kommen wir jetzt 16. die Einfuhren bis 150 Euro sind umsatzsteuerfrei. Und 17. das fingierte Reingeschäft bei elektronischen Marktplätzen, was auch ein recht spannendes und etwas, na, sagen wir mal, wie es der Name schon sagt, fiktives Thema ist, weil es wird etwas halt nur fingiert. Gut, wir fangen aber ganz vorne an. Ihr seht, es sind auch viele Themen, die gehen ganz kurz. Die Erhöhung des Ermäßigungshöchstbetrages für die gezahlte Gewerbesteuer. Das gilt rückwirkend ab 01.01.2020 und da erhöht sich der Ermäßigungshöchstbetrag für die gezahlte Gewerbesteuer in der Einkommensteuer nach § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 2 vom 3,8 auf das Vierfache des Gewerbesteuermessbetrages, aber die Deckelung auf höchstens der gezahlten Gewerbesteuer bleibt und damit kommt man der immer steigenden Erhöhung der Hebesätze, die schon 400%, also das Vierfache hier in dem Fall, ausmachen, langsam nahe, obwohl es jetzt schon oder relativ viele Gemeinden gibt, vor allem in Ballungsräumen, wo man da locker über 400% kommt. Das zweite ist die Erhöhung der Hinzurechnungsgrenze zur Gewerbesteuer. Gilt auch ab 01.01.2020 rückwirkend und die Hinzurechnungsgrenze nach § 8 Nummer 1 erhöht sich von 100 auf 200.000 Euro. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hinzurechnen müssen, ist jetzt nur noch halb so hoch. Das betrifft eigentlich alle Hinzurechnungen, weil das ist ja quasi eine Summe. Das heißt also für Schuldzinsen, Pensionszahlungen, die Gewinnanteile der stillen Gesellschafter, Miet- und Pachtzinsen und die Aufwendung für die befristete Überlassung von Rechten. Davon werden manche halt nur zur Hälfte oder zum Drittel oder so angesetzt. Aber wenn die Summe von denen jetzt 200.000 Euro nicht übersteigt, dann muss man nichts hinzurechnen und man kann quasi mit seinem normalen Gewerbeertrag hier weiterrechnen. Dann sind wir bei drittens. Der einmaligen Sonderzahlung fürs Kindergeld. Das wurde in § 6 Absatz 3 BKGG beschlossen, und zwar für jedes Kind, das in 2020 mindestens für einen Monat Anspruch auf Kindergeld hatte. Da wird eine Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro einmalig gewährt. Passend dazu erhöht sich auch der Kinderfreibetrag ab 01.01.2021. Das findet man in § 32 Absatz 6 Satz 1 StG. Der steigt von 3.906 auf 4.194 Euro bei Einzelveranlagung und von 7.812 auf 8.388 Euro bei Zusammenveranlagung. Passenderweise und logischerweise hat sich auch das Kindergeld ab 01.01.2021 erhöht. Das finden wir in § 66 Absatz 1 StG und in § 6 Absatz 1 BKGG. Für das erste bis zweite Kind steigt das von 204 auf 219 Euro pro Monat. Für das dritte Kind von je 210 auf 225 Euro pro Monat und für jedes weitere Kind von 235 auf 250 Euro pro Monat. Und da das einige falsch machen, nein, es geht nicht in der biologischen Reihenfolge, wie die Kinder geboren werden. Sprich, wenn ich das fünfte Kind habe, dann habe ich nicht, gut, das ist ein weiteres Kind, sondern nur, dass quasi diese Regelung gilt nur für die Kinder, die aktuell steuerliche Kinder sind. Habe ich also, sage ich mal, insgesamt fünf Kinder in meinem Leben gezeugt. Und Kind 1, 2 und 3 sind aus steuerlicher Sicht keine Kinder mehr. Dann habe ich jetzt hier nicht zwei Kinder nach dem dritten Punkt, sondern ein erstes und ein zweites Kind von je 204 Euro, beziehungsweise 219 Euro. Es werden hier also quasi nur die Anzahl Kinder, die steuerlich relevant sind, gezählt.
Dann sind wir bei sechstens, der Erhöhung des Grundfreibetrages. Der wird ja auch passenderweise angepasst, um die kalte Progression auszugleichen und allgemein die Wertanpassungen vorzunehmen durch die Inflation. Und der erhöht sich in der Einkommensteuer natürlich nur bei der Einzelveranlagung von 9.408 auf 9.744 Euro. Und wie immer bei der Zusammenveranlagung das Doppelte, also von 18.816 auf 19.488 Euro. Ab 01.01.2022 soll er sich dann erhöhen von 9.984 Euro bei Einzelveranlagung und bei Zusammenveranlagung auf 19.968 Euro. Das bedeutet, die Steuertarife werden natürlich ebenfalls angepasst, sprich höhere Lohnsteuer, höhere Einkommensteuergrenzen, je nachdem, was man natürlich hat, verschiebt sich quasi diese Besteuerungsgrenze weiter, sag mal nach rechts zum höheren. Und man hat, wenn man quasi gleichbleibendes Einkommen hat, nun weniger Steuern zu zahlen, weil wie gesagt, die Berechnung der Tarife sich ebenfalls nach unten hin anpasst. Damit sind wir schon bei siebtens, der Erhöhung der außergewöhnlichen Belastung bei Behinderung. Und da sind einige neue Regeln in Kraft getreten, die relativ spannend sind für alle, die Behinderung haben. Und das gilt ab 01.01.2021. Erstens, die jährlichen Pauschbeträge für Fahrten nach § 33 2a StG, die durch eine Behinderung veranlasst sind, können unter folgenden Voraussetzungen in folgender Höhe angesetzt werden. Bei einem Grad der Behinderung von mindestens 70 und dem Merkzeichen G, Pauschbetrag 900 Euro, hat man die 80 und ist G- und stehbehindert, dann kann man den Pauschbetrag auch in Angriff nehmen. Und selbst wenn man keinen Grad der Behinderung hat, oder sag ich mal, der ist keiner ausgewiesen oder er ist niedrig, dann, wenn man das Merkzeichen AG, BL oder H hat, dann kann man sogar 4.500 Euro Pauschbetrag geltend machen. Die zweite Änderung betrifft die jährlichen Behindertenpauschbeträge nach § 33b Absatz 3 StG. Die erhöhen sich ab 01.01.2021 wie folgt. Ab dem Grad der Behinderung haben wir einen Pauschbetrag von 384 Euro ohne Merkzeichen. Bei 30 ohne Merkzeichen haben wir 620 Euro. Bei 40 ohne Merkzeichen 860 Euro, bei 50 ohne Merkzeichen 1140 Euro, bei 60 ohne Merkzeichen 1440 Euro, bei 70 ohne Merkzeichen 1780 Euro, bei 80 ohne Merkzeichen 2120 Euro, bei 90 ohne Merkzeichen 2460 Euro und bei 100 ohne ein Merkzeichen 2840 Euro. Und wenn man allgemein das Merkzeichen TBL, BL oder H hat, und dann ist es unabhängig, wie Grad der Behinderung ist, man hat Anspruch auf die 7.400, also auf den Höchstbetrag. Damit kommen wir bei 8. zu der Erhöhung der Übungsleiterpauschale. Dies geregelt in § 3 Nummer 26 Satz 1 StG und ab 01.01.2021 steigt diese von 2.400 auf 3.000 Euro pro Jahr. Ebenso erhöht sich die Ehrenamtspauschale, geregelt in § 3 Nummer 26a StG. Die steigt von jährlichem Betrag 720 Euro auf 840 Euro. Damit sind wir bei 10. der Erhöhung der Grenze für die Zuwendungsbestätigung, sprich wann brauche ich eine Spendenbescheinigung. Und ab 01.01.2021 gilt, dass man erst ab 300 Euro eine Spendenbescheinigung vorlegen muss, um einen Spendenabzug geltend zu machen. Bisher waren es 200 Euro, wo man so eine Bescheinigung zwingt vorlegen musste. Was noch nicht geregelt ist, aber geplant ist, dass man gar keine Spendenbescheinigung mehr braucht, das heißt eine Zuwendungsbestätigung, sondern soll ein Dokumentationsverfahren etabliert werden, das die Papierscheinigung ablösen soll. Es läuft dann halt quasi komplett digital ab. Wie das läuft, ist natürlich noch nicht klar. Es kann natürlich sein, dass die Spendenstelle dann eine digitale Meldung ans Finanzamt für die jeweilige Steuernummer machen muss oder Steuer-ID. Aber das muss ich erst noch zeigen, nur das wäre jetzt so der einfachste Weg, der mir einfallen würde. Damit sind wir bei 11. der Erweiterung der Befreiungstatbestände der AO. Das ist auch relativ umfassend. Finden wir in § 52 Absatz 2 AO, dass diese Auflistung aller gemeinnützigen, kirchlichen und mildtätigen, die sind in § 53 und 54 geregelt. Ideellen Tätigkeiten, sofern sie den Satzungszweck entsprechen, von gemeinnützigen Körperschaften wie Vereinen, GmbHs, Stiftungen und so weiter, welche in der Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer nicht steuerbar sind. Wichtig und Achtung daher, alle die nicht dort aufgelisteten sind Tätigkeiten,
Die können als Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung oder wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb angesehen werden und sind dann nicht von der Körbschafts- und Gewerbesteuer befreit, es sei denn, es greift natürlich irgendeine andere Befreiungsvorschrift, aber dann halt nicht hiernach. Der Katalog wird ab 01.01.2021 wie folgt erweitert. Nummer 8 wird auf die Förderung des Klimaschutzes erweitert. Die Nummer 10 wird erweitert auf die Förderung der Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden. Die Nummer 22 wird erweitert auf die Förderung der Ortsverschönerung. Und ganz neu gemacht wird die Nummer 26, das ist dann die Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und Gedenkstätten für nicht bestattungspflichtige Kinder und Föten. Habe schon mal ein bisschen gesprochen, wie man das lesen kann. Man liest das quasi mit einem Semikolon, also Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, der gefördert wird, Gedenkstätten für nicht bestattungspflichtige Kinder und Föten. Ich habe das ein bisschen anders gelesen. Und zwar, dass halt nur Friedhöfe, also Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und oder Gedenkstätten für Kinder und Föten, aber angeblich soll es so zu lesen sein, dass halt die Förderung und Unterhaltung von Pflege und Friedhöfen komplett frei ist und dass auch Gedenkstätten für nicht bestattungspflichtige Kinder und Föten frei sind. Das heißt also, der erste Teilsatz bezieht sich nicht auf das Ende. Wie das jetzt in der Praxis anzuwenden ist, werden wir sehen. Mal schauen, was lang, über lang und kurz richtig ist. Dann sind wir jetzt 12. Die Erhöhung der Umsatzfreigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, für alle, die halt Vereine, Stiftungen etc. haben, betreuen oder kennen, ganz spannend. Die Umsatzfreigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, wie ich schon sagte, gilt hauptsächlich für Vereine, Stiftungen halt, alles für juristische Personen des öffentlichen Rechts, die aber keinen, ich sage mal, grundsätzlich wirtschaftlichen Charakter haben. Hier greift der Paragraph 64 Absatz 3 AO und der hat bisher gesagt, dass wenn dein wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe unter 35.000 Euro sind, also wenn man mehr hat, alle in Summe, dann ist das nicht steuerbar, dann interessiert es uns eigentlich nicht, was du machst. Und diese Grenze hat man jetzt auf 45.000 Euro ab den 01.01.2021 gehört. Sprich, bleibt man nur 45.000 Euro mit seinen ganzen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, dann sind alle Umsätze nicht steuerbar. Achtung, das ist extrem wichtig. Gerne wird das auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts, also nicht des Privatrechts, sondern öffentliches Rechts angewandt, wie Kirchen, staatliche Schulen, Universitäten und so weiter. Da deren wirtschaftliche Betätigung allerdings kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist, sondern laut Definition der Richtlinie ein Betrieb gewerblicher Art, haben wir zwei verschiedene Dinge. Denn wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb von juristischen Personen des privaten Rechts und ein Betrieb, ein wirtschaftlicher Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts sind rechtlich gesehen nicht identisch. Und hier hat man vergessen, diese Grenze anzupassen. Also ich behaupte mal, man hat es vergessen, man weiß nicht. Normalerweise laufen die immer adäquat zusammen. Aber in dieser Richtlinie 4.1 Absatz 5 Satz 1, wie gesagt, wurde keine Anpassung vorgenommen. Das heißt, da gilt weiterhin die Grenze von 35.000 Euro pro Jahr. Wenn man da drüber kommt, dann wird der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb steuerpflichtig und steuerbar. Ich vermute, dass das noch nachgeholt werden wird, weil man, ich gehe wie gesagt davon aus, man hat es einfach vergessen. Und ich hoffe und vermute auch, dass in der Verwaltungspraxis diese neue Umsatzgrenze auch bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts angewendet wird. Denn eigentlich kommt sie aus der Verwaltungspraxis auch, dass man da gesagt hat, ja, passt auf, ist zu viel Aufwand, das zu machen. Wir sagen, bis zu dem Betrag kümmern wir uns nicht darum, das macht einfach zu viel Aufwand, es kommt nichts raus bei. Und deswegen glaube ich, dass man auch hier sagen wird, dass man die 45.000 in der Verwaltungspraxis anwendet. Allerdings ist das eine Meinung, das ist kein Fakt, ich habe ja niemanden befragt oder so zu. Es kann also sein, dass das anders ist. Rein gesetzlich gesehen müssen wir hier trennen. Bei juristischen Personen des Privatrechts, die nicht wirtschaftlich organisiert sind, 45.000 ab jetzt. Und bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nicht wirtschaftlich organisiert sind, sind dann theoretisch eigentlich sowieso alle per Definition, dann 35.000. Gut, jetzt kommen wir zur Erweiterung der Umsatzsteuerbefreiung. Ist auch ein Katalog, hier allerdings zu finden in Paragraph 4 USTG. Und da werden folgende Sachverhalte ergänzt. Nummer 14f, Leistungen, die eng mit der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens erbracht werden, die sind dann halt umsatzsteuerfrei. Das sind zum Beispiel Sanitäts- und Rettungsdienste, auch Bereitschaftsdienst ist begünstigt. Und die Bereitstellung von Sanitätern bei Großveranstaltungen allerdings nur,
wenn dies behördlich angeordnet wurde. Bin ich ein toll netter Veranstalter und mache das freiwillig, ohne dass die Behörden das angeordnet haben, ist es nicht umsatzsteuerfrei. Allerdings bei den meisten Veranstaltern wird es egal sein, da sind die meisten Vorsteuerabzug haben. Der ärztliche Notdienst ist dann frei, wenn dieser direkt nach § 75 SGB 5 abgerechnet wird, ansonsten gilt auch hier umsatzsteuerpflichtig. Zweitens ist die Nummer 16M. Einrichtungen, bei denen die Betreuungs- oder Pflegekosten oder die Kosten für eng mit der Betreuung oder Pflege verbundenen Leistungen in mindestens 25% der Fälle von den gesetzlichen Trägern der Sozialversicherung, den Trägern der Sozialhilfe, den Träger der Eingliederungshilfe nach § 94 des 9. Buches Sozialgesetzbuch oder der für die Durchführung der Kriegsopferversorgung zuständigen Versorgungsverwaltung, einschließlich der Träger der Kriegsopferfürsorge, ganz oder zum überwiegenden Teil vergütet werden. Klingt das nicht total toll? Ich muss gestehen, ich habe den einfach nur abgetippt, weil das konnte ich nicht, ich sage mal, kürzer fassen, weil hier so viele, ich sage mal, ganz spezielle Bereiche sind, die hier nur aufgegriffen werden, dass man das nicht verallgemeinern kann. Man kann nicht sagen, ja, Einrichtungen, die hier was mit Betreuungs- und Verpflegungskosten zu tun haben. Nein, halt, es muss dann halt unter diesen ganz bestimmten, super speziellen Voraussetzungen sein. Zu erwähnen ist hier noch, das gilt auch für Hausnotrufe und Pflegekurse. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Und dass diese 25%, die da genannt sind, sich auf die Anzahl der Vorjahresfälle und der kalkulierten Fälle für das aktuelle Jahr beziehen, nicht für die Umsätze. Also ich kann nicht meine Umsätze von denen nehmen und sagen, ja, das sind 25% oder weniger, das passt, mehr, das passt. Nein, ich muss tatsächlich die Anzahl nehmen. Dann sind wir bei drittens, die Nummer 16L. Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung zur Pflegeberatung nach § 7a SGB 11 besteht. Auch hier gilt wieder die Einschränkung, der Arzt muss das direkt nach dieser Vorschrift abrechnen, sonst zählt es nicht und ist umsatzsteuerpflichtig. Viertens, die Nummer 23c, Verpflegungsdienstleistungen und Beherbergungsdienstleistungen gegenüber Studierenden oder auch Schülern an Hochschulen, staatlich anerkannten Berufsakademien und Ergänzungsschulen, öffentlichen Schulen und anerkannten Ersatzschulen. Das gilt halt nur für die Restaurationsleistung fort. Der Verkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen ist nach wie vor nicht begünstigt. Dann haben wir unter 15 die Nummer 18. Befreiung für Wohlfahrtsverbände angeschlossener Mitglieder, die es mal gab, fällt komplett weg. Die werden halt mehr oder weniger bei den anderen Sachen reingestopft. Dann haben wir sechstens die Nummer 25d. Einrichtungen, die als Verfahrensbeistand nach den Paragraphen 158, 174 oder 191 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bestellt worden sind, wenn die Preise, die diese Einrichtung verlangen, von den zuständigen Behörden genehmigt sind oder die genehmigten Preise nicht übersteigen. Bei Umsätzen, für die eine Preisgenehmigung nicht vorgesehen ist, müssen die verlangten Preise unter den Preisen liegen, die der Mehrwertsteuer unterliegende gewerblichen Unternehmen für entsprechende Umsätze fordern. Auch hier eine sehr spezielle Regelung, daher 1:1 abgetippt, da man es nicht kürzer fassen kann, ohne irgendeinen wichtigen Punkt zu vergessen. Damit sind wir 14 angelangt. Der Begrenzung der Gültigkeit der UST-ID, das war es kurzes wieder, gilt ab 01.01.2021, dann gibt es dann den § 27a Nummer 1a UStG und da steht halt drin, dass die UST-ID begrenzt werden kann und wenn man halt eine begrenzte Umsatzsteuer-ID erhält und gerne die weiter nutzen möchte, dann muss man halt darauf achten, dass man die rechtzeitig verlängert. 15. Und wahrscheinlich schwerster, größter und interessantester Punkt, die Änderung in innergemeinschaftlichen Handel beim One-Stop-Shop betrifft nämlich so gut wie alle, die irgendwas mit der EU machen, und das sind mittlerweile ja sehr viele, gilt auch erst dann ab 01.07.2021 und bezieht sich, wie man sagt, auf den Handel mit anderen EU-Ländern und da gibt es halt neue steuerliche Regeln, die als One-Stop-Shop bezeichnet werden. Diese Regeln gelten allerdings nicht für die Lieferung neuer Fahrzeuge, Gegenstände, die montiert oder installiert geliefert werden, Lieferungen mit Differenzbesteuerung, Lieferungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren an atypische Unternehmer und Abholfälle, wo ich beim letzten mir nicht sicher bin, ob das wirklich wortwörtlich so zu meinen ist, weil dann werden wohl viele sagen, wir holen jetzt einfach ab, die sich nicht umstellen möchten. Aber wir schauen. Bisher galt Folgendes und bis, ja, sag mal Ende Juni 2021 gilt das auch weiterhin. Es wird in der ersten Stufe unterschieden, ob es sich um eine Lieferung oder sonstige Leistung handelt und dann in einer zweiten Stufe, ob der Kunde ein Unternehmer oder eine Privatperson, also ein Endverbraucher ist. Und es kommt eventuell noch die Prüfung der dritten Stufe für die Lieferschwelle und danach bestimmt dann der Ort und damit die grundsätzliche Untersteuerbarkeit in Deutschland.
Das ändert sich dann ab 1. Juli 2021. Da findet nämlich keine Unterscheidung mehr zwischen einer Lieferung oder sonstigen Leistungen statt. Dann heißt alles, was quasi nach die zur EU rausgeht, Fernverkauf, egal ob tatsächlich eine Lieferung stattfindet oder eine sonstige Leistung. Und diese Unterscheidung zwischen Privatpersonen und Unternehmer wird dann zur Prüfung zur ersten Stufe, die wir vorher hatten, die zweite Stufe war. Und bei Privatpersonen muss dann noch in der zweiten Stufe geprüft werden, ob die Lieferschwelle überschritten ist, um den Ort zu bestimmen. Es wird also gleichzeitig einfacher und schwerer, um es mal kurz zusammenzufassen, kommt jetzt aber gleich nochmal schön. Achtung hierbei, es gibt dann allerdings keine einzelne Lieferschwelle mehr, wie wir das aktuell kennen pro Land, sondern für alle Exporte in die EU eine gemeinsame und die ist erstaunlicherweise nur 10.000 Euro. Sprich, viele Leute, die jetzt nur an, sagen wir mal, wenige EU-Lieferungen hatten, kommen jetzt schnell drüber. Hat der eine nach Norwegen 4.000 geliefert und nach Frankreich 7.000, dann war er bisher quasi bei seiner Lieferung immer noch mit Deutschland gewesen, es war ihm egal. Jetzt hat er dann aber die Grenze von 10.000 überschritten, 4.000 plus 7.000 sind halt 11.000 und macht dann ab 1.7.2021 einen Fernverkauf, der dann quasi in dem jeweiligen Land mehr oder weniger zu besteuern ist. Das sehen wir gleich. Dann muss eine Meldung von One-Stop-Shop, also OSS, an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern gemacht werden. Die leitet dann die Information dann an die entsprechenden EU-Länder weiter. Wenigstens das ist verwaltungstechnisch, finde ich, gut gelöst. Man geht auch immer mehr dahin zu sagen, es ist nicht mehr der Ort, wo es beginnt, sondern der Ort, wo eine Sache endet. Das ist hier quasi damit umgesetzt worden. Fangen wir an. Wir schauen für das System, wie es bisher ist und noch bis 30.06. erst einmal danach, ob es eine Lieferung oder sonstige Leistung ist. Sonstige Leistung schauen wir uns später an, wir bleiben bei Lieferung. Dann müssen wir prüfen, geht es an Privatpersonen oder ein Unternehmen ohne Vorsteuerabzug? Wenn das nicht der Fall ist, dann greift der § 3 Absatz 6 Satz 1 UCG, der Ort ist da, wo der Versand beginnt, das ist Deutschland, in unserem Fall hier natürlich. Das heißt, dass dann auch steuerbar ein Umsatzsteuergesetz nach § 1 Absatz 1 Nummer 1. Aber nach § 4 Nummer 1b in Verbindung mit § 6a steuerfrei ist eine EU-Lieferung. Geht es allerdings an eine Privatperson oder ein Unternehmen ohne Vorsteuerabzug, dann müssen wir prüfen, ob die Lieferschwelle nach § 3c Absatz 3 Nummer 2 UStG des jeweiligen EU-Landes überschritten ist. Da gibt es halt einen Katalog, da muss man schauen. Ist das der Fall, dann greift § 3c Absatz 1 UStG, der Ort ist da, wo der Versand endet, das ist dann das EU-Land. Es ist halt dann nicht mehr nach § 1 UStG in Deutschland steuerbar, aber dafür in dem jeweiligen EU-Land ist es steuerbar und auch normalerweise steuerpflichtig. Das heißt, auf der Rechnung muss dann entsprechend auch die EU, die Steuer des EU-Landes ausgewiesen und abgeführt werden. Falls nicht, haben wir in § 3 Absatz 6 Satz 1 UStG, da wo der Versand beginnt, das ist Deutschland, das dann nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 UStG steuerbar und auch steuerpflichtig in Deutschland. Bei sonstigen Leistungen müssen wir prüfen, ob der Ort der sonstigen Leistung in Deutschland ist. Dazu gibt es eine eigene Vorlesung, Steuerrecht 8, die Folie 11 dort. Das ist nämlich mit den ganzen Sonderregelungen ein bisschen kompliziert, daher kann ich das hier nicht so weiter darstellen. Liegt aber der Ort halt in Deutschland, dann greift § 1 Absatz 1 Nummer 1 UStG und ist steuerbar und steuerpflichtig hier. Falls nicht, haben wir zwar dieselbe Gesetzesgrundlage, aber es ist halt dann nicht steuerbar und steuerpflichtig in Deutschland. Ist relativ einfach. Gibt noch Besonderheiten bei Halt einer sonstigen Leistung. Ja, hier gingen wir ein bisschen immer davon aus, wir haben geliefert oder wir haben die Leistung erbracht. Aber es geht auch andersrum, wir erhalten eine sonstige Leistung, gilt auch nicht für Lieferung. Als deutscher Unternehmer von einem anderen EU-Unternehmer, das ist so ein klassischer 13b-Fall, da greift dann § 1 Absatz 1 Nummer 1 UStG, das ist steuerbar in Deutschland, und nach 13b Absatz 1 in Verbindung mit 13b Absatz 5 Satz 1 UStG und schuldet der deutsche Unternehmer die deutsche Umsatzsteuer. Man muss sie quasi dann selber melden. Bei Erhalt einer sonstigen Leistung als deutscher Unternehmer von einem Unternehmen aus Drittland gilt genau dasselbe, nur es gibt minimalen Unterschied in der Gesetzesvorschrift, es ist halt nicht der 13b Absatz 1, sondern der 13b Absatz 2. Gut, so war es bisher. Wie sieht es jetzt mit dem One-Stop-Shop aus? Also wir prüfen natürlich nach wie vor nur, wenn der Ort in einem EU-Land liegt. Dann ist die Frage, geht es an eine Privatperson, also EU-Land, das nicht Deutschland ist, muss man sagen. Falls ja, gehen wir zu L2. Falls nein, müssen wir prüfen, ist eine Lieferung oder sonstige Leistung. Bei einer Lieferung greift § 3 Absatz 6 Satz 1 UStG, dort ist da, wo der Versand beginnt, das ist Deutschland. Also von B2B, Business to Business, wird es erstmal einfach bleiben.
Hier greift dann Paragraph 1 Absatz Nummer 1 UStG nochmal, steuerbar in Deutschland, und nach Paragraph 4 Nummer 1b in Verbindung mit 6a UStG steuerfrei. Bei einer sonstigen Leistung greift Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1 UStG nicht steuerbar und steuerpflichtig in Deutschland. Recht simpel, also B2B von Unternehmer zu Unternehmer einfach. Der 13b wird allerdings weiterhin bestehen bleiben. Ich habe das hier noch zusammengefasst. Das ist genau dasselbe, wie es bisher ist. Kriegen wir von einem anderen EU-Land oder von einem Drittland dann eine sonstige Leistung, dann greift der 13b und wir müssen es hier in Deutschland versteuern. Das heißt, Lieferung ist erstmal einfach. 13b-Sachverhalt, wenn wir was erhalten, ist auch einfach. Problem ist, wenn wir halt eine Privatperson beliefern. Und diese Lieferschwelle von 10.000 Euro für die Summe aller Lieferungen und Leistungen an Privatpersonen in allen anderen EU-Ländern, also die Summe von allen Lieferungen, die wir dann tätigen, wenn wir da prüfen, ob die überschritten ist, also Lieferschwelle ist ein blöder Begriff, ja, die sonstigen Leistungen müssen wir auch reinrechnen. Also alle Leistungen, die wir, egal Form von Lieferung oder sonstigen Leistungen, anderen EU-Ländern bringen, wenn da 10.000 Euro überschritten ist, wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir schauen, ist eine Lieferung oder sonstige Leistung. Bei einer Lieferung greift § 3 Absatz 6 Satz 1, dort ist, wo der Versand beginnt, also in Deutschland. Und damit nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 UStG steuerbar und steuerpflichtig in Deutschland. Bei einer sonstigen Leistung greift § 3a Absatz 1 UStG, der Ort des Sitzes des Leistungsunternehmers ist hier Deutschland, und auch nach 1 Absatz 1 Nummer 1 steuerbar und steuerpflichtig hier. Problem ist, wie gesagt, wenn es eine Privatperson oder wenn wir an Privatpersonen Leistungen erbringen und über die Lieferschwellen kommen oder Lieferschwelle, es gibt nur eine, kommen, dann prüfen wir auch, ist eine Lieferung oder sonstige Leistung. Bei einer Lieferung, da greift dann § 3c Absatz 1 UStG, der Ort ist da, wo der Versand endet, also im jeweiligen EU-Land. Und nach § 1 UStG ist das in Deutschland dann zwar nicht mehr steuerbar, aber in dem jeweiligen EU-Land ist es dann steuerbar und steuerpflichtig und wir müssen halt die entsprechende Steuer ausweisen und abführen bzw. ans Bundeszentralamt melden. Bei einer sonstigen Leistung, das ist jetzt quasi komplett neu, deswegen gibt es noch keine sichere Gesetzesquelle. Es wird höchstwahrscheinlich, denke ich, der § 3c Absatz 1 werden. Danach, wer dann Ort ist, wo der Empfänger seinen Sitz hat, also sprich im EU-Land, und da würde quasi dasselbe gelten. Hier ist es zwar nicht steuerbar und steuerpflichtig quasi, aber in dem anderen EU-Land, das heißt, wir müssen dort dann entsprechend die Umsatzsteuer ausweisen von diesem EU-Land und auch melden und abführen. Und die große Problematik ist halt, ganz viele Fälle werden jetzt das haben, dass man über diese 10.000 Euro in der Summe drüber kommt, weil es halt nicht mehr für jedes Land einzeln ist. Und weil die sonstigen Leistungen auch noch eingerechnet werden, bisher waren es ja nur Lieferungen. Das heißt, es wird ganz viel so sein bei Leuten, die da irgendwas vertreiben, sagen wir zum Beispiel ein Softwarehändler oder ein IT-Anbieter allgemein, so ein klassisches Beispiel, das mir einfällt, die werden sehr schnell da drüber kommen und müssen sich damit dann befassen, dass sie auf ihrer Rechnung die verschiedensten Steuersätze ausweisen müssen. Und für diejenigen, die die Steuererklärung und so weiter zu machen, die müssen natürlich einerseits darauf achten, andererseits daran denken, dass höchstwahrscheinlich dann auch in dem jeweiligen Land Umsatzsteuererklärungen fällig sind. Allerdings ist das letztlich noch nicht entschieden, ob das vielleicht dann auch über das Bundeszentralamt für Steuern geregelt wird. Wie gesagt, das wird eine große Änderung werden. Ganz klein ist noch die Nummer 16, Einfuhren bis 150 Euro umsatzsteuerfrei. Ja, die Überschrift sagt eigentlich alles, ab 01.01.2021 sind alle Ureinfuhren bis zum Wert von 150 Euro von der Einfuhrumsatzsteuer befreit. Wir müssen noch daran denken, Einfuhr bedeutet aus Drittland, ja, also nicht aus dem EU-Land. Und last but not least, eine ganz, sag mal, knifflige Sache vom Finanzamt. Die haben da eine knifflige Lösung für ihr Problem gefunden, das zeige ich euch gleich mal. Und zwar wird ab jetzt ein Reingeschäft bei elektronischen Marktplätzen fingiert, wenn man darüber handelt. Bisher war es nämlich so, da keine Warenbewegung zum elektronischen Marktplatz stattfand, sprich irgendeiner hat was bei Amazon quasi reingestellt, Amazon hat das dann verkauft und der Typ hat das dann geliefert, aber die Abrechnung erfolgt über Amazon. Also Amazon hat die Ware nie bekommen, sondern das wurde direkt von Unternehmer zum Kunden geliefert. Da war die Sache, dass der Verkäufer in der Pflicht war, die Umsatzsteuer zu melden und abzuführen. Er erhielt also den Bruttobetrag und musste die Umsatzsteuer abführen. Gut, die Gebühren vom Marktplatz lassen wir mal weg, das ist dann zwischen den beiden zu machen. Aber das ist hier eigentlich die Sache. Der Typ fährt, Amazon verwaltet alles und der Typ hat auch die Rechnung zu stellen und Umsatzsteuer abzuführen. Es sieht also so aus, die Ware geht von unseren
wo wir bestellt haben. Wir bestellen jetzt über Amazon, aber bei einem Drittanbieter Ware und er liefert die uns. Amazon verwaltet die ganzen Zahlungsmodalitäten. Wir geben den Bruttobetrag, also Netto plus Umsatzsteuer, an Amazon, der Käufer. Amazon berechnet dann zwar Gebühren, das machen die aber separat in einer eigenen Rechnung. Grundsätzlich geben die Netto- und Umsatzsteuer an den Verkäufer weiter und der führt ganz brav die Umsatzsteuer ans Finanzamt ab. Und wenn der Kunde Vorsteuerabzug hat, holt der sich die über das Finanzamt wieder. Das ist in der Theorie ein Modell, das jeder kennt. Das ist quasi eine ganz normale Lieferung, ist an sich auch nicht problematisch, aber es gibt halt ein Problem. Wenn das Unternehmen aus einem Drittland war, dann passiert es oftmals, dass die Umsatzsteuer nicht abgeführt wurde. Die wird manchmal sogar gemeldet, aber sehr oft nicht abgeführt. Und das bedeutet, das Finanzamt hat die Umsatzsteuer erstmal nicht bekommen. Jetzt gab es nur zwei Varianten. Variante 1, die hat es nachverfolgen lassen. Das war sehr kostspielig. Oder aber sie haben halt die Umsatzsteuer nicht bekommen, was quasi auch kostspielig war. Denn der Ausfall war auf jeden Fall sicher. Und im Worst Case hat der Kunde noch Vorsteuerabzug. Das heißt, das Finanzamt hat zwar keine Umsatzsteuer eingenommen, musste aber an den Kunden trotzdem dann Vorsteuer wieder auszahlen, sprich, das war ein Verlustgeschäft für das Finanzamt. Und da war die Frage, wie kann man das lösen? Und man hat das gemacht, indem man ein Reingeschäft fingiert, was mehr oder weniger eigentlich fast einen 13b-Sachverhalt zwischen den beiden hergestellt hat. Die Regelung dafür wurde in Paragraphen 3 Absatz 3a USTG geschaffen. Das ist natürlich falsch, denn tatsächlich findet jetzt nicht auf einmal eine Lieferung zu Amazon und von Amazon zum Kunden statt, sondern immer noch von dem Verkäufer zum Kunden selbst, daher fingiert. Es wird also so getan, als wäre die Ware zu Amazon geliefert worden, von Amazon zu uns. Bis heißt zum Kunden. Das führt dazu, dass wir jetzt zwei Lieferungen haben, und zwar vom Verkäufer an den Marktplatz, der ist erstmal unbewegt und steuerfrei, und vom Marktplatz zum Kunden, das ist dann die bewegte Lieferung, die ist dann steuerpflichtig in der Umsatzsteuer. Das bedeutet also, man hat es geschafft, dass jetzt nicht mehr der ursprüngliche Käufer, sondern der elektronische Marktplatz in der Pflicht ist, die Umsatzsteuer zu melden und abzuführen. Und damit war das Problem gelöst, denn der Käufer gibt jetzt den Bruttobetrag als Netto plus Umsatzsteuer an Amazon. Amazon gibt bloß den Nettobetrag an den Verkäufer und muss die Umsatzsteuer selbst ans Finanzamt abführen. Und gegebenenfalls holt sich der Kunde die vom Finanzamt wieder. Und damit hat das Finanzamt geschafft, was es wollte. Es kommt nicht zu einem Ausfall der Umsatzsteuer, weil dieser elektronische Marktplatz greifbar ist, den können Sie quasi gut nachverfolgen. Der macht die Meldung. Wenn nicht, dann kann man den quasi gleich ganz viel, sage ich mal, zu Lasten kommen lassen, wenn der von 100 Anbietern das, sage ich mal, vergessen würde. Das heißt, das Finanzamt bleibt nicht darauf sitzen, dass die Vorsteuer eventuell erstatten muss und verliert die Umsatzsteuer und ist damit finanziell gut bedient. Und das waren auch alle Neuregelungen, die ich euch vorstellen möchte. Es gibt ansonsten nur wirklich Kleinigkeiten, die sich echt nicht lohnen vorzustellen. Ein paar Worte wurden natürlich wieder geändert, meistens ohne große Bewandtnis. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, euch mit dem Wissen versorgt habt, was ihr braucht, um jetzt in 2021 mit Steuern richtig durchzustarten. Und wie immer würde ich mich über einen netten Kommentar freuen. Ein Abo ist auch sehr hilfreich, genauso natürlich wie ein Daumen hoch. Freue ich mich sehr, hilft mir sehr. Und wer natürlich ganz nett und ganz viel tun möchte, der kann mich auch unter Patreon unterstützen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, allerdings auch oben rechts im Video eingeblendet. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.